das sollte auch dann nochmal in den News gehen. Aber ich glaube, da würden viele sagen, ja, die Wette würde ich mitgehen. Hier kann ich mir gut vorstellen, es war ja im Prinzip jetzt mal einen Tag kurz unterhalb der 9-Dollar-Marke. Und es ist jetzt keine außergewöhnliche Wette zu sagen, der Kurs geht in den nächsten 2 Monaten nicht mehr unter diese Tiefstände, die wir jetzt gesehen haben. Und wie verhält sich das hier mit dem Chance-Risiko-Verhältnis? Auch da der Blick. Das heißt, hier haben wir gesagt, wir verkaufen eine Put-Option auf 9, kaufen die Absicherung zu 7. Also das Ganze bringt uns hier einen Credit, das heißt so ziemlich von 50 Cent, also auch wieder Faktor 150 Dollar. Und was wäre denn hier das maximale Risiko? Ist auch wieder gleiche Rechnung, nur andersherum wie bei den Debit Spreads. Wir nehmen die Differenz aus beiden Strikepreisen, also 9 und 7, die ist bei 2, ziehen davon unseren Credit ab, die 50 Cent. Das heißt, wir haben maximales Risiko von 1,50 Dollar, also immer mal 100 natürlich, und kriegen eine Prämie von 50 Cent, auch hier mal 100. Das heißt, Chance-Risiko-Verhältnis ist 1 zu 3. Also Sie sehen es jetzt eigentlich genau andersherum als bei unserem Debit Spread. Nur hier spielt natürlich der Zeitwert eine wesentliche Rolle, weil was ist denn hier der Unterschied zu dem, was wir gerade gemacht haben? Das heißt, im Prinzip nicht viel, außer dass es uns völlig egal ist, was der Preis macht. Der muss nicht steigen, solange er in der Form nicht mehr als, ja, ich glaube, 25% fällt in den nächsten 2 Monaten, kriegen wir einen Gewinn. Und wir wissen genau, egal, auch wenn die Aktie wertlos ist, wir riskieren nicht mehr als diesen angesprochenen 1,50 Dollar. Deswegen Credit und Debit Spreads sehr, sehr gut. Wenn man die Mathematik dahinter versteht, ist es nicht schwierig. Also es sind ja wirklich immer nur einfache Berechnungen. Sie nehmen die Differenz der Strikepreise und ziehen ihre Prämie ab, die sie bekommen oder investieren. Und dann haben sie ihre maximale Chance oder ihr maximales Risiko. Und genau diese Dinge versuchen wir Ihnen natürlich in einem etwas längeren Seminar auch beizubringen. Da braucht man natürlich ein paar mehr Beispiele, auch ein paar Excel-Tabellen, wo wir das ganz genau dann auch berechnen, wo Sie es ein Stück weit eintragen können. Das ist ein Stück weit Übung. Wer es jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, kann durchaus sein, dass das jetzt ja etwas komplex wirkt. Aber glauben Sie mir eins, wenn man es erstmal beherrscht, macht es auf jeden Fall Spaß und es reduziert Ihr Risiko. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Klar, mit Credit Spreads werden jetzt einige sagen, ja, was bringen mir 50 Dollar, wenn ich jetzt hier 2 Monate hoffen muss, dass das nicht unter 9 Dollar fällt. Das kann man natürlich so sehen, ist immer abhängig vom Trading-Ansatz. Deswegen meinte ich auch, die Optionen geben Ihnen eigentlich viele Möglichkeiten. Und das sind ja nur die Basics. Also wenn man mal verstanden hat, wie die einfachen Spreads funktionieren, sind die Möglichkeiten, die man mit Optionen hat, in der Form, ich will nicht sagen unerschöpflich, aber sehr, sehr vielfältig, weil sie sehr viele Kombinationen haben und auch für jede Marktphase im Prinzip gewappnet sind. Jetzt in der aktuellen Marktphase, gerade wenn wir uns American Airlines anschauen, macht es natürlich besonders Spaß, auch mit Optionen zu arbeiten. Aber denken Sie doch mal 2, 3, na, sagen wir mal 4 Monate zurück, wo die Märkte alle an den Höchstständen lagen. Ich glaube, alle diejenigen, die große Aktienpositionen offen hatten, werden natürlich im März, vielleicht auch schon im Februar, entsprechend des jeweiligen Titels starke Verluste eingefahren haben, wenn sie jetzt keinen Stop-Loss hatten oder in irgendeiner Weise da nicht eine Absicherung hatten. Im Optionsbereich mit dieser angesprochenen Strategie, wo wir natürlich vorher unser maximales Risiko kennen. Und auch da muss man fairerweise sagen, das maximale Risiko tritt auch nur sehr, sehr selten ein. Also genau in diesen Extremsituationen, wie wir sie jetzt im März hatten, ne, macht das natürlich in der Form viel mehr Spaß, weil sobald die Volatilität ansteigt, die Märkte wieder stärker ja, springen, eine stärkere Bewegung aufzeigen, hat man natürlich alle Möglichkeiten, dann auch die Optionsstrategien anzupassen. Also die bieten Ihnen wirklich Möglichkeiten für Seitwärtsbewegung. Da haben wir gerade ein klassisches Beispiel mit dem Credit Spread gesehen. Auch für dynamische Aufwärtsbewegung mit einem Debit Spread oder mit einem einfachen Long Call. Und dieses Basiswissen, diese Tools versuchen wir auch in unseren ja, kostenpflichtigen Optionsseminaren zu vermitteln. Da komme ich dann später noch einmal drauf zu sprechen. Aber das war jetzt mal so der Einstieg für
Debit- und Credit Spreads, was sind die Unterschiede, was muss man ein Stück weit mit achten? Und dann schauen wir gleich mal auf das nächste Thema, und zwar das nächste Thema, was wir hatten, Chance-Risiko-Analyse, das haben wir ja eigentlich mit abgehakt. Für uns jetzt nochmal wichtig zu wissen, die Werte, wie angesprochen, zum Open Interest und zur implizierten Volatilität. Ja, hier haben wir den Open Interest. Open Interest zeigt mir eigentlich nur oder sagt mir jetzt nur eins, wo sind die meisten Positionen drin? Und da kann man natürlich auch viele Informationen ableiten. Wir hatten nämlich zum Beispiel festgestellt, und das ist ganz interessant, wenn Sie das hier sehen, auf eine Call-Option bis zum Ende der Woche, also noch 29. Mai die Laufzeit, mit Strike-Preis 11 Dollar, gab es 30.000 Optionen. Die sind auch alle noch offen oder über 40.000 waren es. Das heißt, hier gab es extreme Wetten, die darauf abgeschlossen wurden, dass der Preis bei American Airlines über diese 11-Dollar-Marke stieg. Und das aber, dieser Volumen ist reingekommen an dem Tag, wo die Aktie in der Form, ja, glaube ich, bei 9 Dollar stand, wo es sogar teilweise so aussah, da hatten wir 8,50 mal als Preis. Also das gibt mir natürlich auch so Tendenzen, gerade wenn größere Trader reingehen oder größere Institutionen, wo wir sehen, okay, wenn jetzt jemand 2, 3 Millionen platziert und darauf wettet, dass der Wert auf über 11 Dollar in 2 Wochen steigt, dann hat das schon ein gewisses Gewicht und einen gewissen Stellenwert. Und bestes Beispiel hierzu zum Open Interest ist der Titel, muss ich ganz kurz schauen. Genau, Norwegian Cruise Line Holding, eigentlich ein ähnlicher Bereich. Auch hier läuft so langsam alles wieder an. Und hier war es jetzt nicht ganz so exorbitant, aber da hatten wir, ich hoffe, Sie können das erkennen, gestern hier ein Open Interest oder was gesagt, ein extremes Volumen, wo es sehr, sehr große Wetten gab, dass der Wert wieder über 15,50 Dollar steigt. Heute ist die Aktie, wir schauen uns das mal kurz im Chart an, kleinen Moment. Hier sehen Sie die Aktie, die ist jetzt noch mit 4,4% im Plus, aber die hatte heute teilweise 14, 15% Plus. Und das war auch so eine kurzlaufende Option, wo wir gestern extremes Volumen festgestellt haben, weil einfach hier in dem Bereich extreme Wetten platziert wurden. Und Sie sehen auch hier, heute ist das Volumen auf der Call-Seite um einiges höher wie auf der anderen Seite, was wir auf der Put-Seite haben. Und da ist im Open Interest auch kaum was drin. Kann man natürlich jetzt für verschiedene Laufzeiten durchgehen, aber es war wirklich interessant zu sehen, dass es gerade hier bei den kurzlaufenden Optionen bis zum Ende der Woche größere Wetten gab. Und diese Informationen, Open Interest und dann auch die implizierte Volatilität, die jetzt hier als Information hier oben rechts in der Ecke zu sehen ist, gibt Ihnen im Endeffekt immer die Information, ist eine Option teuer oder ist sie günstig? Was mache ich, wenn eine Option teuer ist oder wenn eine hohe Volatilität der Aktie sorgt dafür, dass die Prämien bei den Optionen auch dementsprechend hochpreisig sind? Und da meinte ich ja auch vorhin, ist es interessant, weil wir so viele verschiedene Varianten haben. Das heißt, wenn ich merke, okay, ist es eine hohe implizite Volatilität, heißt das, die Prämien sind etwas teurer, weil das eingepreist ist. Und da gehe ich eher auf die Seite der Credit Spreads, wo ich hergehe und sage, okay, wenn es teuer ist, will ich ja eine Einnahme generieren, deswegen Credit. Wenn es günstiger ist, kann ich sagen, okay, Debit Spread macht hier in der Form mehr Sinn. Und das zeigt mir immer so ein Stück weit, in welche Richtung geht es. Bei den Airlines ist es im Endeffekt identisch. Wenn ich nochmal zurück auf American Airline gehe, hoffe, Sie sehen das hier auf der rechten Seite mit meiner Maus hier die Implied Volatility. Wir haben auch bei American Airlines ein deutlich über 100%. Und jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel aus der Nasdaq, Cisco als Beispiel, so ein Flaggschiff. Ich würde jetzt sagen, von der Chartbewegung eher langweilig. Warten wir hier, da haben Sie 29%. Also das sind Informationen, welche Schwankungen sind mit eingepreist. Im Prinzip sehen Sie es im Chart. Wir haben ja den Chart bei American Airlines gesehen.
wo sie einfach erkennen, da sind Riesenschwankungen drin gewesen. Wir werden auch mal noch ein ganz anderes Extrembeispiel sehen. Es sind natürlich oft auch kleinere Titel, die jetzt vielleicht bei 2, 3 Dollar liegen. Wenn wir uns den Autovermieter Hertz anschauen, sehen Sie hier 480% implizierte Volatilität. Das ist natürlich ein ganz anderes Extrembeispiel, was wir hier aktuell haben. Und in der Form natürlich außergewöhnlich ist. Sonst kann man sagen, oder in der ja, Literatur werden Sie häufig finden, so ab 40, 50% implizierte Volatilität spricht man schon davon, dass eine Option eigentlich schon etwas teuer ist. Und das gibt verschiedene Gründe, dass Nachrichten anstehen. Bei Hertz wissen wir alle, die sind pleite. Gibt natürlich jetzt mögliche Übernahmekandidaten oder ja, vielleicht dann noch irgendwo eine Chance, das Ganze zu retten. Oder wenn Quartalszahlen anstehen, da wissen wir, okay, Quartalszahlen sind Unsicherheiten, kann nicht positiv oder negativ ausgehen. Und so etwas ist immer eingepreist bei den Optionen. Das heißt, die Informationen, die Sie aus den Preisen und den Kennzahlen der Optionen ziehen, sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Aus einer Aktie selbst, würde ich es mal behaupten, kann man so viele Informationen nicht rausziehen. Deswegen meinte ich auch, für viele, die jetzt sagen, ja, ich will eigentlich nur Aktien handeln, ist es trotzdem manchmal ganz interessant, ein paar Kennzahlen, ein paar Faktoren bei Optionen mitzukennen, weil es ihnen einfach Mehrwert bietet. Und das sollte man auch, wenn man Aktien handelt, in der Form, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Ja, und wir hatten vorhin Ihnen ein was gezeigt. Ja, da sehen wir auch der Grund. Das war hier, glaube ich, wir hatten hier schon recht große implizite Volatilität. Jetzt ist Hertz gestern um ja, über 100% eingebrochen, heute 100% gestiegen. Und da ist natürlich auch logisch, woher kommt die implizite Volatilität? Aus diesen extremen Schwankungen, die Sie natürlich auch im Chart sehen. Das sieht jetzt gar nicht so extrem aus, weil der Wert ja vor 2, 3 Monaten noch bei 21 Dollar stand und jetzt aktuell nur noch ein Dollar wert ist. Aber das ja, bietet natürlich dann auch mal die ein oder andere Chance, über einen Optionstrade oder eine Optionskombination. Vielleicht einen kurzen Hinweis, was wir bei unseren Live-Schaltungen gemacht hatten. Wir hatten hier schon in dieser Phase Anfang Mai einfach gesagt, der Preis von Hertz, weil nach unten, damals war es ja schon bei 3 Dollar, haben wir gesagt, okay, wo soll es hinfallen? Wenn es 2 Dollar fällt, wie es jetzt ist, ist es bei 1 Dollar. Das heißt, irgendwo nach unten ist das Ganze ja bei null begrenzt und die Optionen waren schon relativ teuer. Das heißt, wir haben einfach gesagt, ja gut, der Preis wird unseres Erachtens jetzt nicht mehr über 4 Dollar steigen in den nächsten Monaten. Und ich glaube, genau das sehen Sie jetzt auch, dass das, glaube ich, bis zum Juni nicht mehr passieren wird. Also wir haben einen Credit Call Spread angesetzt bei Hertz und gewinnen, egal welche Form, solange es nicht über diese 4-Dollar-Marke kommt. Und das sind genau die Geschichten, die es natürlich dann bei solchen Werten auch recht spannend macht, immer wieder gewisse Prämieneinnahmen zu generieren. Und da wir gerade bei dem Beispiel waren, möchte ich vielleicht auch gleich nochmal bei diesem Beispiel bleiben, sei denn, Sie haben jetzt noch irgendeinen anderen Wert, auf den wir etwas detaillierter eingehen wollen. Bleiben wir nochmal bei unserem Titel American Airline. Und ganz interessant, kann mich noch erinnern, wir hatten ja hier Ende Februar schon den Beginn des Einbruchs bei American Airline. Und ich kann mich noch gut entsinnen, hier war ein Teilnehmer oder ein Kunde, der Anfang März war das, müsste so 5. oder 6. März sogar gewesen sein, um diesen Zeitpunkt herum gesagt hat, ja, jetzt ist American Airline nur noch schon 50% gefallen. Die will ich jetzt kaufen. Zu 15 Dollar möchte ich diesen Wert in der Form kaufen. Und ich sage, okay, kann aber auch durchaus nochmal weitere 50% oder weiter fallen. Ich glaube noch nicht, dass wir hier am Ende der Fahnenstange sind. Und da haben wir eins gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir machen eins. Wir verkaufen eine Put-Option. Put-Option heißt
heißt jetzt nichts anderes als das Recht, die Option zu einem gewissen Preis zu verkaufen. Also haben wir gesagt 15 Dollar. Und wenn ich eine Put-Option verkaufe, ist wie die doppelte Negation, bekomme ich eine Prämie gutgeschrieben und habe auch dann die Pflicht, die Aktie zu diesem Preis zu kaufen. Das heißt, sogenannte Short-Put-Optionen oder leerverkaufte Put-Optionen bringen Ihnen Prämieneinnahme und verpflichten Sie, die Aktie zu diesem Preis zu erwerben. Jetzt ist aber der Wert nächsten Tag nochmal gefallen, wir waren auf einmal bei 13 oder die nächsten 3 Tage. Dann, ja, okay, jetzt will ich sie eigentlich doch nicht mehr 15 kaufen, kann ich sie nicht zu 13 erwerben. Und da kommt genau der Punkt ins Spiel, was auch Optionen so interessant macht, Rollen einer Option. Also Sie können Optionen rollen und das möchte ich Ihnen auch einmal hier zeigen. Jetzt haben wir hier ein Beispiel. Nochmal eins. Ich kaufe einfach mal American Airline, dann sieht das auch ein bisschen interessanter aus. 100 Stück zum aktuellen Kurs. So, jetzt habe ich 100 Stück American Airline. Jetzt kann ich natürlich hergehen. Wo sind wir hier? Waren wir? Kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, sollte American Airline jetzt bis zum Freitag, das sind 2 Tage, auf 12 steigen, das sind jetzt noch 20 Cent. Möchte ich jetzt schon sicher gehen, dass ich die Aktie hier verkaufe. Dafür kriege ich aktuell 38 Cent Prämie, also 38 Dollar. So, das heißt, hier haben wir diese Kombination, nennt sich Covered Call, das heißt, wir besitzen die Aktie und haben auf die Aktie eine Call-Option verkauft, die uns eine Einnahme 38 Dollar. So, das heißt, hier haben wir diese Kombination, nennt sich Covered Call, das heißt, wir besitzen die Aktie und haben auf die Aktie eine Call-Option verkauft, die uns eine Einnahme generiert. Jetzt sehen Sie, bis Freitag kriege ich dafür eine Prämie von 40 Dollar. 39 haben wir jetzt bekommen, 39 Cent, also mal 100, 39 Dollar. Wenn ich jetzt merke, morgen der Kurs springt über 12 Dollar und dann mir doch überlege, ja, schade, eigentlich hätte ich sie doch für 13 lieber verkauft, weil ich die Chance recht groß sehe. Dann kann ich hergehen und kann die Option rollen. Also ich kann sagen, okay, ich kaufe die doch wieder zurück. Also ich habe sie verkauft, kaufe sie wieder an und mache einfach mal die Laufzeit 2 Wochen länger und gehe aber statt 12 auf 13. Da sehen Sie, für 2 Wochen länger Laufzeit kriege ich sogar 56, 58 Dollar. Das heißt, ich kann den Preis, das geht nach unten wie nach oben, verändern und eine Laufzeit dazu zu und mit Laufzeit, weil Laufzeit ist bestimmt auch den Preis. Also so sind die zwei Faktoren, die eine Option bestimmen, ist einmal Zeitwert und innerer Wert. Und Sie sehen, Zeitwert ist gigantisch bei den Optionen auf American Airline. Das heißt, Sie können durch Rollen von Optionen sich entweder vergünstigen mit einem Einstiegspreis oder auch der Ausstiegspreis. Man muss natürlich wissen, das ist ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, Optionen zu rollen und wann sollte man es generell nicht mehr durchführen. Aber um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, was es für eine Kraft hat, hier mit Optionen zu arbeiten, welche Möglichkeiten darin stecken, ist ein Rollen von Optionen oder auch von Optionsbrett wirklich ganz, ganz maßgeblich und macht der jetzigen Phase natürlich richtig Spaß, weil man hier durch Zeitwert richtig Prämie generieren kann. Und genau das, was ich häufig auch zu Aktienhändlern sage, wenn man Positionen im Aktienbereich drin hat, sollte man immer mit überlegen, ob man auch nicht hier noch vielleicht den Optionshandel als zusätzliche Möglichkeit mit in Betracht ziehen möchte. Weil ganz einfach, in der Form haben wir jetzt hier, haben wir nochmal unsere American Airline. Das ist die Aktie. Wir haben die Aktie zu 11,80 Dollar gekauft und haben eine Option darauf verkauft mit ja, 40 oder 38 Cent.
Das heißt, was passiert bis zum Freitag? Wenn es über 12 steigt, verkaufen wir die Aktie zu 12 Dollar, haben die Prämieneinnahmen von 40 Cent, haben noch einen Gewinn auf die Aktie von 20 Cent, natürlich mit Faktor 100. Das heißt, sie haben 60 Dollar Gewinn gemacht. Das kann man, wenn man Aktien im Bestand behalten möchte, natürlich auch viel, viel weiter entfernt vom Preis machen mit langer Laufzeit. Also wenn ich sage, American Airlines ist für mich ein Langzeitinvestment. In 2 Jahren sind wir beim Fluggeschehen, so wie wir es vielleicht jetzt noch im Januar.